Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Willkommen zu einer Pilotfolge, zu einem vielleicht neuen Format. Mich würde mal eure Meinung interessieren, einfach in die Kommentare rein. Und zwar, Panda zeigt euch Spiel XY. Im Zweifel werden das jetzt neuere Spiele immer sein. Und heute ist Tiny Barbarian DX dran. Das ist einer meiner Neuzugänge. Habe ich in physischer Form, ich habe gerade mal geguckt, ist leider in physischer Form hier bei uns nicht erhältlich. Und im eShop kostet das Ding aber 29,99 Euro, wo ich so etwas verwundert bin, ehrlich gesagt. Weil bei Amazon USA kriegt das Ding für 20 Dollar oder irgendwie sowas. Ist schon irgendwie seltsam, dass das physische Modul günstiger ist als der Download. Aber naja. Warum bin ich auf dieses Spiel gekommen? Ja, ich fand den Artstyle einfach lustig und weil sich das Spiel auch nicht so selber ernst nimmt, als ich den Trailer gesehen habe, fand ich fantastisch. Aber noch etwas mehr zu diesem Format, Panda zeigt euch. Und zwar, oft zum Beispiel bei der letzten Pile of Shame Video, da habe ich ja einfach nur ganz blind irgendwo reingespielt. Das werdet ihr jetzt hier nicht haben. Und zwar, ich habe das jetzt so ein, zwei Stunden gespielt. Ich habe jetzt, zeige ich euch gleich, wo ich so ungefähr bin. Ich habe jetzt so weit reingespielt, dass ich mir eine Meinung um das Spiel machen kann, euch so ein bisschen was zeigen kann. Ja, es ist im Prinzip etwas mehr als ein reines Reingespielt, wo man jetzt blind reingeht, aber auch etwas weniger als ein reiner Test, würde ich sagen. Aber genug des Geblabbels, ich zeige euch mal. Wenn ihr in das Menü reinkommt oder das Spiel reinkommt, habt ihr zwei Modi. Entweder einmal den Adventure-Modus und einmal den Versus Horde. Ja, der Horde-Modus, zeige ich euch gerade, ist im Prinzip das, wie es halt heißt, Horde-Modus. Also ihr spielt diesen wirklich kleinen Tiny Barbarian. Und was könnt ihr machen? Ihr könnt springen und schlagen. Und wenn ihr halt ein bisschen öfter schlagt, dann macht er so ein bisschen Kombos hier. Nachdem, wie er springt und so weiter. Und das war's schon. Ja, das ist das Besondere an dem Spiel. Die Steuerung ist sehr simpel. Ihr habt keine Items, was ihr benutzen könnt. Ihr könnt nicht Fernkampf oder ähnliches machen. Ich breche das hier mal ab, weil das ja eigentlich nicht so viel spannend ist. Da kommen jetzt halt immer neue Gegner hervor. Und das ist auch so immer so ganz am Anfang vom Startbildschirm vorgebracht. Aber ja, ich würde sagen, wir gucken einfach mal in den Adventure-Modus rein. Das ist so wirklich da Herz des Spiels. Und ihr seht, es gibt verschiedene Kampagnen. Ich bin immer noch bei der ersten. Und ihr werdet jetzt eine Besonderheit sehen. Seht ihr das? Bei den Select-Dings. Ihr könnt das im Koop spielen. Fantastisch. Das konnte ich jetzt bisher leider nicht testen. Aber schauen wir einfach mal. Ich würde sagen, Continue. Das ist jetzt so ungefähr, würde ich sagen, in der Mitte dieser ersten Kampagne, nenne ich es einfach mal. Und wir schauen einfach mal rein, dass ich euch mal so ein paar Sachen zeigen kann. Ihr seht hier so die große Oberweltkarte. Ich habe mich hier schon durch die normalen Landen, durch die Kanalisation und so weiter gekämpft. Ja, und ja, ihr seid dieser Tiny Barbarian. Wie gesagt, ihr könnt springen, ihr könnt schlagen, ihr könnt keinen Doppelsprung machen oder ähnliches. Es ist wirklich nur das Simple. Die Schultertasten tun nichts, ihr könnt keinen Anlauf nehmen. Aber das Einzige, was ihr auf Knopfdruck als Besonderheit noch machen könnt, guckt mal. Und zwar, weil wenn ihr nach das Schlagen und nach unten macht, weil ich jetzt momentan nicht nach unten schlagen kann, macht er hier so ein paar Posen und daran sieht man, dass sie das Spiel selber nicht so ernst nimmt und das ist natürlich immer wichtig. Ja, im Prinzip, ihr seht, es ist so ein typischer Pixel-Art-Side-Scroller, ja, Action-Plattformer und es ist schwer. Ihr werdet sehen. So, ihr habt natürlich verschiedene Gegnertypen. Und im Prinzip könnt ihr die meisten runterraschen. Hier, wie man sieht, der wirft jetzt Speere. Man muss halt einfach bei jedem Gegnertyp, muss man sich halt merken, ha, wie genau verhalten die sich, wie kann ich die jetzt ungefähr kontern. So, und was ihr noch machen könnt, ihr könnt sie euch natürlich an bestimmten Stellen, hier natürlich nicht, wenn ich es zeigen will, runterlassen und halt Ecken hochziehen. Mein Gott. Wenn ich versuche, mich hier zu konzentrieren und zu labern, ich merke schon, das ist nicht so ideal. Ich halte das auch relativ kurz. Wie gesagt, ich habe das jetzt so ungefähr anderthalb Stunden gespielt. Ja, hier die Speere abwarten. Ich finde halt den grafischen Stil finde ich sehr ansprechend, aber es ist natürlich reine Geschmackssache. Die Steuerung an sich geht auch sehr, ja, der Speer, da muss man immer von hinten angreifen. Geht auch sehr, man sieht, es gibt auch teilweise Geheimnisse, sehr flüssig von der Hand, sehr responsiv und ich mag es, dass es nicht so überladen ist, dass es denn hier noch ein Item gibt und so weiter.
Das mag ich. Aber was ich nicht so mag, aber das ist natürlich reine Geschmackssache. Es ist nicht einfach. Hier die Zauberer, die kann ich im Nahkampf nicht machen. Da muss ich einfach die Zauberkugeln zurückschießen. Man merkt halt, es ist halt nicht einfach. Also die Stelle kenne ich hier schon, deswegen kann ich hier relativ zügig durchgehen. Aber ihr werdet halt oft sterben und sterben und sterben. Und es ist halt eines dieser Spiele, wo ihr halt immer ein Stück weiterkommt und euch das motiviert. Sowas muss man natürlich mögen, muss ich sagen. Hier sind so ein paar blöde Szenen bei diesem Level auch als Beispiel, dass das Entwickler versuchen, so ein bisschen auch die Geschwindigkeit des Levels etwas manchmal zu steigern, manchmal zurückzunehmen. Und zwar normalerweise rusht ihr eigentlich mehr oder weniger durch. Aber seht ihr diese Hände, die aus den Zäunen rauskommen, die verletzen euch nämlich. Und dadurch müsst ihr an dieser Stelle vorsichtig vorgehen. So, zack, zack, zack. Hier können wir nach unten. Glaubt ihr, gab es ein Geheimnis, ja, oder auch nicht? Ne? Hier diese Hände, diese an dieser Stelle, boah, waren die nervig, bis ich mir gemerkt habe, wo genau die sind. Also das Spiel versucht einen schon so etwas zu ärgern. Es ist nicht einfach, aber das ist ja bei Genre ja nicht ganz unüblich. Musik finde ich allgemein, ihr hört es ja selber, so relativ gut. Allerdings irgendwann nervt es auch so ein bisschen, finde ich. Also ein bisschen mehr Abwechslung wäre gar nicht so schlecht gewesen. Da bin ich gut ausgewichen. Ich glaube, ich musste da nach links rum. Ich bin mir gerade nicht sicher. Zack. Wie man sieht, die Zauberer, die kann man nicht direkt angreifen. Na komm. Ja, oben links seht ihr Lebensenergie. Gerade stelle ich mich ziemlich doof an. Kinders. So. 2 Treffer und jetzt sind die tot. Lebensenergie. Es gibt aber keine Lebensanzahl. Das ist schon mal sehr positiv. Nämlich, wenn... Ach, jetzt habe ich mich... Bin ich einmal im Kreis rumgelaufen. Und zwar, wenn ihr sterbt, das werden wir bestimmt gleich erfahren, werdet ihr im Prinzip nur ein Bildschirm zurückgesetzt. Weil ihr habt ja gesehen, dieser Bildschirm ist relativ groß. Ach ja, genau, da muss ich hier oben lang. Zumindest in dieser momentanen Stadion. Genau, ihr seht jetzt gehen wir zum neuen Bildschirm. Und das ist quasi so eine Art Checkpunkt. Also wenn ihr sterbt, werdet ihr jetzt zu diesem Bildschirm wieder zurückgemacht. Ja, diese Schlangen hier, die sind hier in dem Abschnitt neu. Ah, die sind schlimm. Ah, bewegen sich so komisch und es kommen halt immer neue, bis man diesen Topf hier zerstört hat. Aber dadurch, man merkt, die versuchen immer wieder was Neues reinzubringen. Und hier kam ich jetzt bisher nicht weiter, weil es sehr nervig ist. Aber wie gesagt, wenn ihr sterbt, ist es im Prinzip nicht schlimm. Ihr werdet halt mit der Lebensenergie an diesem Bildschirm resettet. Zack, 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 zack. So, jetzt noch hier schnell den Topf zerstören. Also dieser Levelabschnitt, da kam ich jetzt bisher noch nicht weiter. Weil der echt nicht einfach ist. Und das zeigt mal so ein bisschen, was so Lösungswege hier sind, ne? Zack. Ich glaube, ich habe schon wieder schlechte Karten, weil dieser Bildschirm, sage ich, nenne ich es mal, ist relativ groß. Und bei so Ketten muss man natürlich immer drauf aufpassen. Jetzt bin ich da direkt reingesprungen. Also man muss natürlich jetzt diese Pattern da sich gut merken. Zack, zack. Zack, zack. So, dann kann ich hier auf... Natürlich an die Decke geknallt. Ich lasse mich jetzt mal einfach mal killen, weil keine Chance, dass ich mit Lebensenergie, mit einem Punkt Lebensenergie da durchkomme. Es gibt zwar auch hier und da mal das so Hähnchenschenkel, so typische, für die Lebensenergie wieder aufzufüllen. Aber die sind immer sehr, sehr rar gesehen. Ich merke gerade, ich war vorhin besser an dieser Stelle. Das ist natürlich die YouTuber-Ausrede Nummer 1. Wenn man gerade schlecht spielt, aber es ist wirklich so. Wenn man noch labern will. So, spuck du, dann zack. So. Die hau ich um. Zack, zack, zack. Ja, wie man sieht, ganz so unfähig bin ich nicht. Da ist jetzt ein Zauberer. Also, wie ihr seht, es hat viel Kern, ist wirklich Level auswendig lernen. Sich überlegen, wie komme ich da weiter.
und immer, immer ein Stück weiter kommen. So. Zack. Oh. Zack. Ich will die grüne Schlange da abpassen. Zack. Es ist einfach wirklich Muster erkennen und entsprechend handeln. Das war knapp. Das war meine Doofheit. So. Also man kann sich ja auch so in Ecken festhalten. Das war unnötig. Das war unnötig. Das Problem ist, wäre es ein guter Pace, sage ich mal, wäre der Bildschirm da jetzt zu Ende. Aber nein. Wie ihr seht, weil bis dahin war es eigentlich schon knifflig, ich sag mal, genug. Zack, zack, zack. Aber wie man sieht, jetzt wo ich das wieder ein bisschen präsenter habe, stelle ich mich auch schon ein bisschen besser an. Man muss nicht ganz so unfähig sein wie ich. Aber quasi, das ist wirklich das ganze Spielprinzip. Weil wenn euch wirklich so Gameplay zusagt, würde ich euch das Spiel empfehlen. Wenn ihr ein bisschen nicht so frustresistent seid, dann werdet ihr hier schnell an der Wand laufen. So die ersten zwei Level oder sowas, kein Problem. Als ich jetzt angefangen habe, ich hatte irgendwo mal gelesen oder eigentlich schon fast erwartet, als ich das Spiel gesehen habe, dass es eins von diesen Spielen ist, wie man jetzt dieses Genre genau nennen kann. Das ist natürlich ein kleiner Action-Plattformer, der halt, ne, so ein bisschen Rogue-like ist es ja eigentlich auch nicht, weil er lernt ja nichts dazu. Ne? Ihr kriegt ja keine neuen Waffen, die ihr dann irgendwie neu behaltet oder sonst was. Ihr müsst euch einfach so ein bisschen durchsterben, sag ich mal. Aber halt dieser Artstil finde ich eigentlich, den finde ich sehr schön. Und dass ich das Spiel halt nicht so ernst nehme. Ich sag nur, na hier, dieses diese Pausen. Herrlich. Und hat natürlich so viele Analogien zu irgendwelchen popkulturellen Barbaren. Also auch hier, wie man sieht, so ein bisschen mit diese Stelle, die ist nervig. Also, wie man hier sieht, man muss sich genau diese Muster irgendwie merken. Na komm. Weil es immer wieder neu wieder die Schlangen kommen. So. Ich muss ja am besten da irgendwie rüberspringen. Shit, 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 shit. Aber so weit kam ich hier noch nicht. Also, ihr seid live dabei. So. Aha. Da sehen sich die erneute Bildschirm. Also, wenn ihr spielt, dann habt ihr wirklich so ein bisschen, da ist der nächste Bildschirm. Weil wenn ihr denn sterbt, seid ihr safe. Und halt diese, ich nenne es mal diese verschiedenen Bildschirme, sind dann halt zusammengesammelt in größere Abschnitte. Und in jedem großen Abschnitt wird dann euer Spielfortschritt dann gespeichert. Okay, das hier mit den Dingern runterknallen, das ist neu. Und ab und zu wird halt ein Boss eingebaut. Hier, dieser kleine Goblin ist natürlich eindeutig Referenz auf Golden Eggs. Ne? So ein kleiner Goblin mit einem Sack, der dann, wenn man ihn schlägt, Sachen verliert. Das ist natürlich Golden Eggs. Also, das bedient sich da wirklich links und rechts an irgendwelchen, ja, ich sag mal, fast popkulturellen Phänomenen. Aber es macht halt auch viel Kreatives mit denen. Wie man hier sieht, mit diesen Lanzenträgern hier, die man nicht erledigen kann, wo man halt jetzt auf diese Lanzen aufpassen muss. Also Sprungeinlagen gibt es auf jeden Fall wirklich viele. Okay. Da kommt der Adler. Ja, wie soll ich da hinkommen? Oh, muss ich wieder ganz zurücklaufen? Oh Mann. So. Zum Glück nicht ganz zurück. Aber wie ihr hört, die Musik ist eigentlich geil, ne? Aber es ist halt zu wenig Variation. Es ist halt im Level immer dieselbe Musik, immer dieselbe Musik. Hier muss man hier so rausspringen und dann so eine Ecke springen. Halt, das sind natürlich so kleine Tricks, die findet man halt nach und nach hinaus, aber es gibt halt keine Skills dafür, ne? So. Ich habe keine Ahnung, wo es lang geht. Komm, schieß nochmal. So. So. Okay, noch zwei Lebenspunkte. Wie man sieht, die Bildschirme sind wirklich teilweise sehr, sehr lang, was etwas nervig sein kann.
So. Dafür, dass ich hier das hier zum ersten Mal spiele, ist gar nicht so schlecht. So. Spiel halt, ich gucke mal, ob es da noch gut. Oh, ich habe noch ein Dings. Okay. Wenn ich jetzt sterbe, bin ich böse. So. Komm, schieß doch mal. So. Uah! Die Schlange habe ich da gerade echt. Zack. Und wie man sieht, jetzt ist quasi der Abschnitt geschafft. Und jetzt haben wir auch einen Checkpunkt. Und ich würde sagen, ich gucke gerade auf die. Oh, boah. Das Video ist schon länger geworden, als ich eigentlich wollte. Ich dachte, es wird einfach so ein kurzes Video, um euch mal das Spiel zu zeigen. Aber ich hoffe, ihr habt jetzt mal einen besseren Eindruck bekommen. Ich habe das jetzt nicht nur grob angespielt, sondern so, konnte euch so ein bisschen was erzählen, was ich zu dem Spiel denke. Ich hoffe, euch gefällt das Format. Wenn ja, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Dann würde ich mal so ab und zu so ein Video auf jeden Fall mal einstreuen. Und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt, meine Lieben. Macht's gut.